Rassismus und rechte Agitation im Fußball. Hier hilft nur eines, alle. Fans, Funktionäre und Vereine müssen Neonazis konsequent entgegentreten. Die rote Karte gegen braune Gedanken. Eine gute Idee, um gegen rechts zu demonstrieren. Aber damit die Extremisten wirklich aus den Stadien verschwinden, ist wohl noch mehr Engagement und noch mehr Initiative nötig. In Warschau gibt es einen Verein, der seit fast 20 Jahren auf seine Art und Weise die rote Karte gegen Rechtsextremismus zeigt. Im Sport und vor allem in der polnischen Politik. Faschismus ist wie ein Krake, dessen Arme ständig nachwachsen, sagt Jacek Burski vom Verein Nie Wieder. Seit der Wende kämpft er gegen die rechtsextreme Szene in Polen. Solche Schmierereien haben wir überall und immer mehr. Auch hier in der Warschauer Altstadt stört es keinen. Hier, wo an fast jeder Ecke das Blut der Widerstandskämpfer gegen die deutschen Nazis geflossen ist. Die Menschen gehen gleichgültig daran vorbei. Es wird allgemein akzeptiert. Dabei ist es doch eine Beleidigung. Nie Wieder hat zurzeit kein offizielles Büro, aus Angst vor Angriffen. Jacek Polski trifft sich mit Journalisten in seinem Warschauer Stammcafé. Der 26-jährige Politikwissenschaftler hat viele Feinde, besonders unter den Fußballfans. Den polnischen Fußballverband hat seine Initiative so stark unter Druck gesetzt, dass faschistische Symbole in den Stadien kürzlich verboten wurden. Er hofft, dass solche Bilder bald der Vergangenheit angehören. Polens rechtsextreme Subkultur, nazideutsche Symbole und polnischer Nationalismus. In Polen kein Widerspruch? Das ist pathologisch. Es ist unglaublich schwer zu erklären. Manche verharmlosen den deutschen Faschismus. Andere sehen darin auch etwas Gutes. Sie benutzen faschistische Symbole und loben die vermeintlichen Verdienste der Nazis. Dagegen kämpfen wir die ganze Zeit. Immer mehr schlechte Nachrichten aus ganz Polen erreichen Jacek Burski. Die Rechtsextremen sind längst in der Mitte der polnischen Gesellschaft angekommen. Die Nationalisten besetzen wichtige Posten in Politik und Wirtschaft. Darauf konzentriert sich Nie Wieder. Der Verein hat 100 Stützpunkte im ganzen Land und das Netzwerk wächst. Viktor Maschawek leitet die politischen Kampagnen von Nie Wieder. Bei ihm landet das Beweismaterial. Dokumente, Berichte, Fotos. Er sammelt und verschickt sie als Newsletter an die polnischen Medien. Jeder rechtsextreme Vorfall wird darin genauestens beschrieben. Die ehemalige Regierungspartei Liga der polnischen Familien führt das Register an. Ihr prominenter Kopf, Wojciech Werzejski zum Beispiel, fiel auf einer Party mit rechtsradikalen Skinheads auf. Nach Veröffentlichung dieser Fotos hat er die Bürgermeisterwahlen in Warschau verloren. Und sein Parteikollege Radosław Parda, ehemaliger Vize-Sportminister, war nicht lange im Amt. Er hatte Homosexuelle vor laufender Kamera beschimpft. Wir wollen den öffentlichen Protest anregen und verstärken, damit nichts unter den Teppich gekehrt wird. Damit ihre Machenschaften und ihre führenden Köpfe im allgemeinen politischen Chaos keinem entgehen. Viele Medien unterstützen uns dabei. Die jüngste Kampagne richtet sich gegen einen Medienvertreter. Piotr Farfau ist Vorstandsmitglied des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Als Jugendlicher hatte er eine rechtsextreme Zeitschrift herausgegeben und gefordert, Polen nur für Polen. Viele Warschauer können nicht verstehen, dass alte Nationalisten eine späte Ehrung erhalten. Diese Kreuzung trägt den Namen von Roman Dmowski. Die amtierende polnische Regierung hat es veranlasst. Diese nationalistische Ideologie ist doch eigentlich Schnee von gestern. Das braucht doch heute keiner mehr.
Was halten Sie davon, dass der Platz nach Roman Dmowski benannt wurde? Wenn man bedenkt, dass er ein Antisemit war, ist er denkbar ungeeignet. Das disqualifiziert ihn, eindeutig. Entschuldigung, ich muss weiter. Jacek Kurski ärgert sich, dass die verkehrsreichste Kreuzung in Warschau einem Nationalistenführer aus der Zwischenkriegszeit gewidmet wurde. Er plant eine Initiative zur Umbenennung. Ich halte mich für einen Patrioten und sehe keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken oder abzuhauen. In Polen gibt es noch sehr viel zu tun, nachdem die rechtsextreme Welle hochgekommen ist. Außerdem wäre es feige, wegzugehen. Jacek Kurski und seine Mitstreiter hoffen auf eine Wende nach den Wahlen. Rechtsextreme wird es wohl immer geben, glaubt er. Doch weder sie noch ihre Gedanken haben Platz in der Mitte der Gesellschaft. Das war's für heute von Kowalski trifft Schmidt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder, dann wieder aus Polen. Cześć, tschüss. Auf Wiedersehen. Max, möchtest du dich bitten, etwas über dieses Stadion zu erzählen? Na klar. Der gesamte Komplex steht seit 40 Jahren unter Denkmalschutz. Und im letzten Jahr, 2006, zur WM in Deutschland, wurde alles modernisiert für fast 250 Millionen.